Ich glaube, in Dubai, du wirst es mögen, du triffst hier nur auf Leute, die nett sind. Zu Kryptos, FBA, Online-Business allgemein, Dropshipping. Yes, ihr Lieben, warum sollt ihr nach Dubai? Warum machen wir so einen Workshop nicht in Deutschland? Es geht gar nicht darum, dass du nach Dubai auswanderst, will ich mal vorweg sagen. Es geht auch gar nicht darum, dass du irgendwie Deutschland verlassen möchtest, irgendwohin. Aber auch das Thema wird mitbehandelt, steuerrechtlich. Was musst du machen, wenn du auswanderst? Worauf musst du achten? Welche steuerlichen Fallstricken hast du? Also nicht nur Wegzugsbesteuerung, Entstrickungssteuer und so weiter, sondern auch die Menschen, die einfach ihre Funktionen verlagern, zum Beispiel. So, warum Dubai? Ich glaube, in Dubai, du wirst es mögen, du triffst hier nur auf Leute, die nett sind. Wirklich, nett. Und schau mal bitte, Oksana, auf den Boden, wie sauber das ist, so exemplarisch für Dubai. Das ist überall so, ihr Lieben. Vor allen Dingen ist es so, in Dubai möchte ich gerne die Leute mitnehmen, damit ich einfach weiß, ihr könnt es euch leisten. Weil wir wollen nicht einfach Geld bekommen von euch und auch von Menschen, die es sich nicht leisten können, weil sie gar nicht passen zu den anderen. Ich werde peinlichst genau darauf achten, dass ich die Menschen nur mitnehme, maximal 25 Plätze, die wirklich zu den anderen Menschen passen, weil ihr müsst ja nicht nur vom Mindset passen, sondern auch von eurem Einkommen her. Ich sag euch eins, der Preis, der wird beim allerersten Mal, und viele haben mir gesagt, warum machst du das eigentlich so günstig? Ich habe mich entschieden, ich nehme 10.000. Es sind 3 Tage Workshop, aber es wird viel, viel mehr sein. Und es wird auch darum gehen, dass wir uns connecten können, auch abends zusammen essen können. Das ist dann auch noch Workshop, also in die Nacht hinein, dass wir uns alle zusammen austauschen. Maximal 25 Plätze, warum? Weil wir möchten einfach, dass ihr euch connecten könnt und auch direkt Fragen stellen könnt. Wir sollen ja im Gespräch was machen und vor allen Dingen schlaf mir nicht ein, denn ich weiß, wie es ist, wenn du anreist. So der Tipp, ja. Montag anreisen, so wäre wahrscheinlich der optimale Plan. Montag anreisen, Dienstag ein bisschen ausschlafen, du wirst merken, du bist kaputt. Wetterumstellung. Es ist im Januar 24, da ist das Wetter, glaube ich, noch viel angenehmer als jetzt, obwohl es jetzt für mich ein Traum ist, ja. Und dann Mittwoch geht's los, irgendwann 11, 12 Uhr, also ganz entspannt. Das soll dann so 4-5 Stunden gehen, harter Workshop mit verschiedenen Referenten auch, also nicht nur ich als Steuerberater, sondern wir nehmen auch viele andere Leute dabei, die euch was erzählen werden zu Kryptos, FBA, Online-Business allgemein, Dropshipping ist auch dabei, Social Media natürlich, wir haben ein paar Leute dabei, die krasse Reichweiten auch haben, bis zu 31 Millionen Views im Monat, so Menschen werden auch dabei sein, vor allen Dingen auch Investments in Dubai und vor allen Dingen Firmengründungen, aber immer aus der Perspektive, du bist in Deutschland, darum geht es ja, ne? Wie geil wäre das, wenn du in Dubai Geld verdienst, Mainland-Lizenz, 9% Steuern drauf, ab ungefähr 375.000 Dirham ist das, hast du quasi dieses Privileg dann mit 9% zu versteuern. Und wenn du es richtig machst, dann kannst du dir die 9% versteuerten Gewinne fast steuerfrei nach Deutschland ausschütten, legal. Darum geht's. Und da zerbrechen wir mal den Kopf, wie machen wir das, weil die Gesetze, die werden immer schlimmer, unser Vermögen wird angegriffen, wir werden gerade kalt enteignet, die ganze Energiepolitik gerade, die wirklich mit den Immobilien was gemacht hat, die gehen so richtig runter, ihr Lieben. Warum? Weil die Zinsen sind raufgegangen. Ich habe Immobilienzinsen gerade heute, ich nehme auf am 16. Mai, da habe ich 7% Immobilienzinsen schon gehört, je nach Bonität natürlich, aber eine 5 steht da mittlerweile vor. Und das bedeutet natürlich, dass der Käufer, der kommt und sagt, hör mal, ich zahle ja 5-fache wie vor 1,5 Jahren an Zinsen, hau mal bitte 100.000 Euro runter. Das ist eine totale Logik, ja, wie das ist. Auch die Bank bewertet natürlich das Objekt ganz anders und danach hängt auch der Zins, ist ja logisch. Ja. Das heißt, wir machen auch Investdiamanten, was ganz Exklusives, da kommst du nicht dran. Wir werden das Thema Gold behandeln, Krypto ja wie gesagt. Und natürlich, wo du dich auf der Welt aufstellen solltest, immer aus der Perspektive Deutschland,
Und aber auch der Fokus. Du bist ausgewandert, fühlst dich sicher? Weiß ich nicht. Sprechen wir drüber. Weil ich mache ja auch Steuerstrafrecht. Musst du wissen, Betriebsprüfungen ist meine Stärke. Reden kann ich, glaub's mir. Ich bin 33 Jahre selbstständig, bin Steuerberater seit 18 Jahren und habe ein bisschen Lebenserfahrung. Also auch diese Perspektive gebe ich euch mit. Ich bin ein Praktiker. Das heißt, wir werden ein bisschen Zeit verbringen in Dubai. Also Montag anreisen, Sonntag abreisen. Workshop ist 3 Tage, aber ich bin vor Ort für euch. Wir machen auch Beratung. Also wenn wir durch sind, 3 Tage Workshop, dann könnt ihr zu mir kommen und meinem Team und eure Fragen stellen. Auch alles inklusive in dem Preis und vor allen Dingen, euch wird es nichts bringen, wenn ihr die Sache nicht umsetzt. Und ihr wisst ja, Stylianos sagt immer, umsetzen ist die Kunst, nicht nur labern. Kann ich ganz gut, aber setz die Scheiße um. Hört noch den Sound hier, ja. Es ist unfassbar toll, was wir gerade machen, denn wir hatten ganz viele Menschen dort, die Bock haben. Das ist der Unterschied in Dubai. Und unser Seminar in Dubai ist ja auch für Menschen, die den Spirit, diese Emotionen noch mitnehmen wollen, diesen Drang, was zu erreichen, erfolgreich zu sein. Und ihr wisst ja, das Seminar ist ja nicht nur für Leute, die auswandern, sondern gerade für Leute, die in Deutschland bleiben müssen oder nicht weg wollen. Und wir werden euch da noch viel, viel mehr vorstellen als nur Steuer- und Geldfragen, Asset Protection. Es ist ja so, wenn du mit den Leuten jetzt einfach dich connectest, dann kommen so neue Ideen. Zum Beispiel wären da vielleicht auch neue Investitionsprojekte, die man so gar nicht bekommen kann. Und wenn ihr Fragen habt, wie geht sowas überhaupt in Dubai? Ja, an dem Tag werden wir auch jemand dabei haben. Vielleicht haben wir noch einen Anwalt dabei, der Emirate, tatsächlich. Und ich werde euch noch ein bisschen was erzählen zum Steuerrecht von Dubai, dass ihr das einfach mal wisst, wie das so funktioniert hier. Und natürlich auch Firmengründungen. Denn ich habe heute für mich übrigens Startschuss gegeben, um eine eigene LLC zu gründen, mitzugründen. Wie das genau geht, verrate ich jetzt aber nicht. Und ich lasse das auch durchs deutsche Finanzamt bei mir laufen. Denn mir ist immer wichtig, dass wir transparent und real sind. Schickt ihnen auch die Unterlagen, werden auch alle übersetzt. Und dann können die das checken, was wir hier machen. Denn es soll ja so sein, dass du dein Geld in Dubai tatsächlich verdienst und nicht unter die Hinzurechnungsbesteuerung fällst. Darum geht es ja. Das ist quasi hier über eine Mainland-Lizenz, denn das machen wir genau so. Damit wir auch eine vernünftige Bankverbindung bekommen mit 9% versteuern künftig und fertig. Yes, und jetzt sind wir kaputt. Jetzt gehen wir hoch, frisch machen und dann geht es vielleicht zum nächsten Meeting. Ich weiß es noch nicht genau. Ciao. Warum bin ich heute an diesem Ort? First Motors ist das hier in Dubai. Hier im Hintergrund könnt ihr sehen, das sind 100 Millionen Euro. Die haben Fahrzeuge im Wert von 100 Millionen Euro hier. Und hier, genau dieser hier, der kostet Minimum 10 Millionen. Und alle 5 Bugattis, die ihr hier so sehen könnt, und Pagani und so weiter, die sind alle sold out, alle ausverkauft. Kannst du nicht mehr kaufen. Aber was hat das jetzt mit unserem Workshop zu tun? Ich hoffe, man kann mich verstehen, trotz der Musik. Mit dem Workshop hat es deswegen zu tun, weil es geht ja nicht um die Autos, ihr Lieben. Es geht nicht um die Autos. Es geht da think big. Ihr müsst groß denken, wenn ihr was erreichen wollt. Und Steuern sparen ist eine wichtige Sache. Aber bevor ihr überhaupt Steuern sparen solltet, müsst ihr erstmal gucken, Geld zu verdienen. Genauso wie die Musik hier gerade. Die ballert richtig ein und ich hoffe, YouTube sperrt das Video deswegen nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, und deswegen sind wir hier, um euch das mal zu zeigen. Es gibt verrückte Orte im Leben und in Dubai, glaube ich, momentan die krasseste Stadt der Welt, die sicherste Stadt der Welt. Eine Stadt voller Millionäre wirklich und ihr könnt dazugehören. Ihr müsst Geld verdienen fürs Seminar, ja. Ihr müsst kein Einkommensmillionär sein, aber es reicht ja,
wenn ihr ein bisschen Geld dreht, also Umsatzmillionär auf jeden Fall, und ein bisschen hängen bleiben müsst ihr auch. Und dann seid ihr bei mir genau richtig. Okay, das war ein kurzes Statement. Denkt drüber nach.